NeoCore Games. Und damit herzlich willkommen zu The Incredible Adventures of Van Helsing. Und das erste, was ich mir gedacht habe, als ich dieses Menü gesehen habe, ist: Wow, das Spiel ist gar nicht so hässlich, wie ich erwartet habe. Was ich mir als nächstes gedacht habe, ist, wer ist eigentlich diese hübsche Frau, die an ihren Brüsten rumspielt und die keine Beine hat und die offensichtlich mal gefesselt war? Ist sie eine untote Lustsklavin? Vielleicht werden wir es im Laufe der Story rausfinden. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich dieses Spiel auch noch überhaupt gar nicht gespielt. Ich bin über diesen Menüscreen noch nie hinausgekommen. Das heißt, habe auch so gar keinen Plan, was uns da erwartet. Was ich aber schon sehr super finde, ist das Optionsmenü. Da gibt es nämlich die Option Hut ausblenden. Die finde ich schon sehr weit vorne. Und ich habe lang überlegt, wie ich den guten Herrn hier nennen werde. Ich hätte ihn natürlich ganz stumpf einfach Van Helsing nennen können. Aber er braucht ja prinzipiell auch einen Vornamen. Und da habe ich Percival rausgesucht. Ich finde, Percival ist sehr passend. Im Moment vielleicht noch nicht so, weil im Moment sieht er schon so ein bisschen wie die hartcoole Sau aus. Aber wenn ich jetzt mal den Hut ausblende, hat er schon unfassbar einen Stock im Arsch. Von daher ist, finde ich, Percival durchaus gerechtfertigt. So, Hut aber schnell wieder drauf. Percival Van Helsing. Ich finde, das klingt auch eigentlich ganz gut. Wir erstellen einen neuen Charakter. Es gibt DLCs, da gibt es neue Charaktere. Ich habe mich ehrlich gesagt mit den DLCs noch nicht so wahnsinnig auseinandergesetzt. Ich habe nur festgestellt, dass wenn ich hier das DLC-Menü aufmache, es halt, keine Ahnung, 6 DLCs gibt, 7 sogar. Einer ist kostenlos, aber nicht mal den kostenlosen kann ich im DLC-Menü herunterladen. Also ich kann mir angucken, dass es sie gibt, aber ich kann sonst nichts weitermachen. Gar nichts. Und das sind teilweise auch irgendwie sinnlose Sachen. So 50% mehr Wahrscheinlichkeitsbonus, einen magischen Gegenstand zu finden. So, da kaufe ich mir doch keinen DLC für, hallo? Nein. Und auch ein Mehrspieler-Skin? Nein. Und, ach, ich weiß nicht. Okay, halt eine neue Klasse. Wie Arcana, Mechaniker und so, das kann man halt mal machen. Aber, ich weiß ja nicht. Wir spielen das Ganze hier erstmal normal. Ganz normal als Jäger. Percival. Der gute Percy. So, Schwierigkeit normal ist, glaube ich, okay. Lässige Kleidung. Lässige Kleidung? Ich glaube ja fest an einen Übersetzungsfehler, aber nun gut. Ein neuer Jäger in Borgovia. Du kennst dich also mit Action-RPGs aus, aber du bevorzugst eine Ausgewogenheit von Action und RPG, Kämpfen und Geschichte. Ja, eigentlich schon, aber ganz ehrlich, ich will das hier jetzt nicht auf easy-peasy durchspielen. Empfohlen für Action-RPG-Fans, die bereit sind, zum ersten Mal die gefährliche Welt von Van Helsing zu betreten. Da fühle ich mich doch zu Hause. Was kann schwer so? Empfohlen für erfahrene Action-RPG-Spieler, die das Genre bereits gemeistert haben und neue Herausforderungen suchen. Betreten auf eigene Gefahr. Heldenhaft. Das ist etwas für alle Hardcore-Action-RPG-Fans, die schon alles zu kennen glauben. Wir können euch ein Borgovia mit neuen Herausforderungen zeigen. Nee, komm, wir kennen Borgovia noch gar nicht. Wir machen das erstmal hier ganz gediegen. Ich war mal so schlank, aber heute habe ich eine Wampe. Fump. So, erstellen. Wir starten also am Gorgonenpass. Anpassen. Das kann ich... Na, schade. Einzigartiges Skin aus dem Veteranenpack. Nein, danke. Was? Boah, fancy. Da ändert sich farblich ja auch richtig viel. Ist doch eigentlich, also... Ist doch eigentlich alles nur die Cape-Farbe, die sich hier ändert, oder? Ich sollte natürlich die Farbintensität vielleicht auch mal hochstellen, dann... Hallo, Percy.
Na, vielleicht mal nicht ganz so hoch. Ach, das rote Tuch passt natürlich nicht so richtig dazu, ne? Geht eigentlich fast. Das geht sogar noch besser. Ich weiß, also laufen wir die ganze Zeit mit diesem Cape rum? Ich weiß das gar nicht. Das wäre schon ein bisschen augenkrebsig, oder? Man kann die mal aufhören, da hinten in ihren Möpsen rumzuspielen? Das ist ja schlimm. Das lenkt mich doch total hier von den wichtigen Sachen ab. Grün sein. Warum kann es nicht schwarz-rot sein? Schwarz-rot würde total gut passen. Aber nein. Ah, ich lasse das jetzt so. Akzeptieren. Jawohl. Zurück. Dann starten wir mal die Story. Mal gucken, was passiert. It all began with a call for help. A letter from Borgovia addressed to Van Helsing. The great monster slayer, my father. He doesn't take cases anymore, but I am a hunter too. So I set off on a journey with Lady Katarina, my remarkable companion. I'm an expert on the supernatural, and I seem to be drawn to it. Occasionally events get out of control, and then we have to leave in quite a hurry. Sometimes it's Katarina's fault. She can be quite reckless at times. Still, she always helps me save the day. And she also happens to be a ghost. My father rescued her from Borgovia, and she has been bound to serve our family ever since. Katarina often complains about it, but I think she really likes the thrill of the adventure. She is a charming soul, but she also has a darker side. Good. It comes in helpful when I'm in danger. Somewhere along the way, we slowly learned to work together. And finally, in the cold rain of Venice, we became a team. The last leg of the journey was by sea. Apart from the Kraken, the pirates, and the storms, it was mostly uneventful. I had time to ponder my mission. Once Borgovia was a dark place where monsters lived. Long ago, my father defeated the immortal kings, created a peace treaty, and entrusted the land to some enlightened individuals. What could have happened there? What could be even more frightening than the reign of monsters? The closer we drew to Borgovia, the more confusing the rumors became. The land behind the Thunderhead Mountains was wrapped in mystery. As our carriage approached the mountain pass, I had a sense of foreboding. It didn't really surprise me when I heard an explosion. The adventure has just begun. Meine Damen und Herren, der mit Abstand umständlichste Weg nach Borgovia. Ja, ah, okay. Der Gorgonenpass, der einzige Weg nach Borgovia und zurück. Er führt durch die gefährlichen Schluchten von wo auch immer. We're just some ragged outlaws. See, it wasn't that difficult, was it? So this is how they welcome folk around here? Yes. Why? It is an ancient and venerable tradition. Links klicken zum Bewegen und zum Feinde angreifen. Okay. Ich nehme das Tutorial jetzt mal ganz kurz mit, einfach weil ich auch noch überhaupt gar keinen Plan habe. Du kannst zwischen Nahkampf- und Fernkampfwaffen wechseln, indem du auf die Symbole oder auf R drückst. Oho. Tränke anwenden auf Q, das ist okay. Gold sammeln wir automatisch ein, das ist super. Neuer Gegenstand. Entschuldigung, ich muss erst diese Leute da umschießen. Ein neuer Gegenstand ist in deinem Inventar. Drücke das Symbol oder I, um den Bildschirm zu öffnen. Sag mal.
Ein Strumwerk. Strumwork. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Karabiner. Ah, okay, habe ich schon mal das. Da gucken wir später rein. Inventar. Was ist denn das Gewehr? Wo? Achso, ich habe gerade zwei Pistolen. Die machen 6 bis 9. Beziehungsweise 10,5 Schaden pro Sekunde. Das Ding macht 11,4. Dann nehmen wir doch das. Könnte ich theoretisch... Nein, ich kann nicht zwei Schusswaffen tragen. Okay. Leichter Mantel. Umhang. Verteidigung 8. Jägerklasse ist. Ich glaube, mit der deutschen Übersetzung werden wir noch viel Spaß haben. Rechtsklick zum Ausrüsten. Umschaltrechtsklick zur Übergabe an Katharina. Zum Ausrüsten bei, kann ich irgendwie in Katharinas Inventar. Aha. Die macht Nahkampf. Achso, das kann ich hier auswählen. Wird Feinde aus der Nähe angreifen, wird Feinde aus Entfernung angreifen. Eure Begleiterin wird während des Kampfes die Geisterform annehmen und euch eine 10%ige Schadensreduktion auf alle Schäden bieten. Sie kann in Geisterform nicht kämpfen oder angegriffen werden. Okay. Ach, guck mal, und hier können wir der Kram geben. Okay. Kann die nicht... Kein Mantel? Achso, weil sie wahrscheinlich kein Jäger ist, kann sie das nicht tragen. Okay. Ah, schön, dass wir auch direkt einen Vergleich haben. Änderung bei der Ausrüstung. Minus 2 Schutz, wenn ich das tausche. Plus 2 Schutz, das ist doch schön. Verkaufspreis haben wir auch gleich mit dabei stehen. Das finde ich schon mal relativ übersichtlich. Eine gute Sache. Die hat hier... Warum? Entschuldigung, sie ist ein Geist. Warum hat die bitte Körper? Ja, vielleicht kann sie damit ihre Brüste pushen. Okay, so, jetzt brauche ich aber... Sekunde. So. Drücken wir doch mal hier. Was haben wir hier? Haben wir unsere XP-Leiste? Ach, die haben wir hier unten auch. Sehr schön. Dann haben wir hier Körper. Körper bestimmt deinen körperlichen Zustand. Wenn du mehr Brüste möchtest, erhöhe deinen Körperwert. Nein, ein hoher Körperwert erhöht deinen Nahkampfschaden und gibt einen Bonus auf deine Lebenspunkte sowie die Verteidigung. Okay, also pretty standard. Geschicklichkeit bestimmt, wie präzise die Hand-Auge-Koordination ist. Wenn du dir also beim Essen häufig die Gabel in die Nase steckst, solltest du deine Geschicklichkeit erhöhen. Ein hoher Wert erhöht außerdem den Fernkampfschaden und den Ausweichenwert. Willenskraft bestimmt, wie gut du okkulte Zaubersprüche anwenden kannst. Bei einer hohen Willenskraft erhältst du einen Bonus auf Mana-Punkte. Ja, da wir das, glaube ich, so gut wie gar nicht benutzen werden, da es da ja extra Klassen für gibt mit dem DLC und so, machen wir das, glaube ich, eher weniger. Aber gucken wir mal. Dann haben wir noch Glück. Bestimmt deinen Erfolg. Ein hoher Glückswert erhöht deine Chance auf Gold oder magische Gegenstände. Außerdem auf Ausweichen. Okay. Und es erhöht auch die Schäden durch deine kritischen Treffer. Okay. Ja, warum auch nicht? So, Lebenspunkte, Mana. Wut. Wut wird mit Power-Ups für deine Fertigkeiten verbraucht und durch das Besiegen von Monstern gesammelt. Okay, also relativ simpel. Ich schätze mal, das Gelbe hier ist die Wutanzeige. Ah, okay. Verteidigung ist klar. Zauberkraft wird wahrscheinlich... Zauberkraft beeinflusst die Stärke deiner Zauber. Je höher dieser Wert ist, desto wirkungsvoller werden sie. Okay, hier... Ach so, das ist hier... Okay, da können wir dann später mit den Skills wahrscheinlich rumeimern. Hier haben wir Widerstände gegen Elementarschäden, gegen Gift und gegen physische Schäden vermutlich. Genau, gegen körperliche Angriffe. Okay, auch wir haben sogar eine extrem kleingeschriebene Statistik. Boah, nee, komm, das, da gucke ich später mal rein. Nicht jetzt. Ach, so viele schöne Zahlen. 74% bis zur nächsten Stufe, das finde ich gut. Ich mag es ja, wenn ich viele Zahlen habe. Ach ja? Kannst du hier einfach mal eine Brücke kaputt machen? Oh my. That was stupid. I'm impressed, actually. They do have a sense of theatrics. We could still fly over the chasm. Really? Oh, right. Sometimes I forget how human you are. We should follow the normal pathway there.
Eingebildete Troller. Oh, ich vergesse manchmal, wie menschlich ihr seid. Tut mir leid, dass ihr nicht fliegen könnt, ihr Krüppel. Hallo? Blas dich immer nicht so auf. Nur weil du dicke Geisterhupen hast, ist das hier, ne? Also, Entschuldigung. Findet ein Dorf. Ich versuche mein Bestes. Oh Gott, Wölfe. Viele davon. Yay, Stufenaufstieg. Keine Punkte verfügbar. Drücke auf dieses Symbol, um meine Statistik aufwerten. Was? Statistikaufwertung deiner Fertigkeiten? Was? Um zur Statistikaufwertung deinen Fertigkeiten und Fähigkeiten... Alter. Wie gesagt, wir werden noch viel Spaß mit der deutschen Übersetzung haben. Gott, das wird von den Skillbeschreibungen her doch auch bitter. Aber gut, dass ich keine neuen Punkte habe und jetzt Punkte verteilen kann. Das macht total Sinn. So, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mehr auf Nahkampf oder auf Fernkampf gehen will. Wir könnten eigentlich schön die Geister-Uschi zum Tanken benutzen und uns schön hinten reinstellen. Könnten es aber auch anders machen, dass sie uns von hinten supportet. Na, ich gehe hier, glaube ich, erstmal auf Körper. Bonus auf Lebenspunkte ist nie verkehrt. Gerade am Anfang. Wie viele Punkte kriege ich denn? 5. Setze ich mal 3 da rein und 2 in Glück. Schon 4% Chance auf Gold und 1% Chance auf magische Gegenstände. Das ist doch hübsch. Fertigkeitenpunkte ausgeben. Gib Fertigkeitenpunkte durch Klick auf die Plus-Tasten und Doppelklick auf das Fertigkeitssymbol aus. Okay. Das ist was? Basis-Nahkampfangriff, der basierend auf eurer Nahkampf... ja, okay. Das ist relativ simpel. Was kann das hier? Ein Blitzschlag. Trifft einen einzelnen Feind mit einem normalen Angriff und lässt Blitze entstehen, die Feinde in der Nähe verletzen. Okay. Haben wir, oh Gott, wir haben hier... Gott, wir haben 4 Skilltrees. Oh, und wir haben Auren, das finde ich ziemlich super. Es gibt eine extra DLC-Aura, wollte mich verarschen. Es gibt Tricks. Okay, heilen ist also total der Trick. Sehe ich das richtig, dass wir direkt an... Ah ne, wir kommen nicht direkt an alle Fertigkeiten, nur wo ein Plus dran ist. You need to solve a certain quest to unlock this skill. Ist ja schön, dass sie das übersetzt haben. Okkulter Jäger? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube echt eher Nahkampf. Ach, und hier kann man noch quasi... Kann man das alles einzeln lernen? Ach, das sind Power-Ups, okay. Verstehe. Angriff ignoriert 33% des feindlichen physischen Widerstandes, soll das heißen, und richtet 20% mehr Nahkampfschaden an. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Aber eigentlich finde ich Blitzschaden auch ein bisschen gut. Du hast eine sekundäre Angriffsfertigkeit. Klicke dafür mit rechts auf Feinde. Okay. Das können wir damit noch machen. Ziele werden 2 Sekunden lang gelähmt, das ist gar nicht verkehrt. 2 mehr Ziele. 2 mehr Ziele werden von Blitzen getroffen. Es besteht eine Chance von 10%, dass die Ziele sofort sterben. Das finde ich super. Das nehmen wir mal mit. Was haben wir hier noch so Schönes? Passive Fertigkeiten. Passive Fertigkeiten finde ich spitze. Ich stehe auf passive Fertigkeiten. Ja, geh mal weg da. Hier müssen wir uns wahrscheinlich erst hochschlafen. Da gucke ich dann mal hin, wenn wir das können. Was ist das hier noch so? Mindestens Fertigkeiten Level 5, mindestens Fertigkeiten Level 10. Basisnahkampf wird 50% auf 100% erhöht. Okay. Zusätzliches Ziel wird von einem Blitz getroffen. Ah, okay, das sind auch nochmal so Power-Ups quasi. Letztendlich möchte ich hier aber auch direkt 2 mehr Ziele treffen. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, hier alles direkt in den Sekundärangriff zu stecken. Ich habe, wie gesagt, überhaupt gar keinen Plan von dem Spiel. Ich habe mir auch nichts dazu durchgelesen. Aber gucken wir einfach mal. Schön, dass er das auch direkt auf Rechtsklick packt. Dann muss ich mich da gar nicht weiter drum kümmern. Eine Kiste. Natürlich, weil ich eine Kiste aufmache und mir die Sachen entgegenfliegen, weil die alle einzeln auf einer Sprungfeder gelagert wurden. Natürlich. Also ich meine, okay... Dass Sachen aus einer Kiste rausfallen, na klar.
Aber mit so viel Schmackes, ich weiß ja nicht. So, die sollte jetzt eigentlich eher aus der Entfernung angreifen. Ich wollte gerade sagen, aber nicht so weit hinten. Also mitkommen darf sie schon. Erfolg freigeschaltet, ja. Erfolg freigeschaltet, Sonderling. Wo finde ich denn bitte meine Erfolge? Was habe ich denn hier? Charakterübersicht, Fertigkeiten, Erfolge. Was habe ich davon? Wenn ihr viele Monster tötet, macht euch das beim Volk berühmt und bei den Monstern berüchtigt. Nächster Heldentitel, Metzger. Achso, da können wir quasi so im Rang aufsteigen, verstehe. Schrein der Tugend. Bonuserhalt von 25% Schaden. Nehmen wir mit. Ein leichter Mantel. Kann der was? Nö. Frage mich gerade, wie das hier mit dem Speichern ist. Geh online. Kann ich gar nicht. Frage mich, ob der automatisch speichert oder ob es so Speicherpunkte gibt. Und vor allem, wo wir spawnen. Look, a Domovoy with a bag full of treasure. Ein was? Gott, hier sind wie die Treasure Goblins aus Diablo. Nicht doch. Alter, hat er... Was? Der kann nicht... What's the matter with him? He looked like he'd seen a ghost. No, don't blame this on me. You started chasing him. Ich find's schön, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen anfratzen. Ich wollte doch eigentlich nur Heiltrank. Stufenaufstieg und Ansehen verbessert. Ein Bonus ist verfügbar. Klicke hier, um den Bonus für deinen Charakter auszuwählen. Okay, interessant. Boni werden freigeschaltet, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden, wie etwa besondere Fähigkeiten, Fähigkeitsstufen oder Fertigkeitskombinationen. Okay. Was haben wir denn so? Berserker macht 10% Schaden bei maximalem Zorn. Geisterflüsterer. Minus 33% Ablenkzeit für Respawn für Lady Katrina. Ja, und okay, Hitpoint-Regeneration. Naturkundeheiler. 2 Stufen für Zauber-Arkane Heilung. 10% Effizienz von Tränken. Ja. Der erste Angriff hat 5% kritische Trefferchance gegen jeden Feind. Zweite Chance. Wenn ihr sterbt, werdet ihr 4 Sekunden körperlos. Doch denkt daran, dass ihr diese zweite Chance nur alle 3 Minuten erhaltet. Ihr gehört zu den Glücklichen, die buchstäblich eine zweite Chance bekommen. Für sehr kurze Zeit nur gewiss. Aber wir wollen uns doch nicht beschweren, oder? Weiß ich nicht. Sammler. Euer Held erhält. Eine zusätzliche Inventarseite. Das... Ich glaube, das ist das Erste, was ich mitnehme. Kann ich das jetzt... Hallo? Ich muss doppelklicken, gut zu wissen. Ach, hier sind wir auch schon wieder aufgestiegen. Oh mein Gott. Was war geschickt nochmal? Fernkampfschaden und Ausweichenwert. Willenskraft war Mana und Zauber. Okay, also können wir Schäden durch kritische Treffer ist ziemlich super. Also ist, ich mache das einfach mal so. Ja. So, dann haben wir hier auch schon wieder 3 Punkte. Das können wir hier. 50% Nahkampfschaden für den normalen Linksklick-Angriff. Finde ich super. Der verbraucht nämlich kein Mana.
Ist das hier... Achso, das war Schaden ignorieren und 20% mehr Schaden. Nehmen wir auch mit. Und dann können wir das hier, glaube ich, noch an sich aufwerten, ne? Ja, packen wir da mal einen Skillpunkt mehr rein. Schauen wir mal. Jägerring mit Jade. Ich freue mich jetzt schon über die Itemnamen. Die sind spitze. Also erstmal haben wir hier die leichten Lederhandschuhe. Die nehme ich mal auf jeden Fall mit. Und, achso, der Jägerring wurde automatisch angelegt. Ein Feuerschadenbonus und 3 Basismana. Ja, okay. Kann man machen. So, was ist denn eigentlich die Taste für Lady Katharina? Ach, oh, okay. Oh, wie Katharina. Klingt vollkommen logisch. Kann die Handschuhe tragen? Nein, die kann nur ein Amulett, Ringe, Rüstung und Waffen natürlich. Ah, okay. Hier ist Tranke und Kleinscheiß. Und hier ist extra viel Platz für noch mehr Beute. Finde ich super. Der Inventar ist nämlich scheißen klein. Das fällt mir jetzt erst auf und da bin ich auch schon extrem froh, dass wir noch den zweiten Slot hier mit dazu genommen haben. Das war, glaube ich, ganz gut. Oh Gott, hier können wir auch noch super viel einstellen. Verhalten verteidigen. Gefährtin wird Kreaturen angreifen, die dir schaden könnten. Finde ich super. Gefährtin wird mein Ziel angreifen. Gefährtin wird die Feinde angreifen, die durch ihre Attacken am stärksten verwundet werden. Ja, das finde ich eigentlich super. Schadensmaximierung. Die schwächsten Kreaturen angreifen. Nee, nicht unbedingt. Sammeln von Gegenständen. Ach, guck mal. Nee, meine Gegenstände soll die nicht sammeln. Nee, sammeln will ich, glaube ich, selber. Deine Gefährtin wird alle Gegenstände, die unter diesem Wert liegen, einsammeln. Was passiert denn dann damit? Also hatte die dann im Inventar? Die hatte ja auch ein Inventar. Na, da mache ich mir später mal Gedanken drum. Ich würde ganz gerne noch ein paar Gegner hauen. Wo geht's denn hier weiter? Ah, hier war eine Brücke, ne? Genau. Wow. Ein paar Gegner, nicht alle. Nicht alle Gegner gleichzeitig aus dem Spiel. Du willst meinen Hut? Kannst du vergessen. Das war's schon. This forest will swallow us whole and spit out my bones. And still no sign of a decent inn. Why would you need an inn? You're a ghost. So I'm supposed to spend the rest of my nights among the trees like a peasant girl who got lost in the woods. I'd love the idea. Ja, natürlich. Ich sag da mal nichts zu. Ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee war, aber ich habe hier gerade so einen kleinen Hasen platt gehauen. Tut mir ein bisschen leid. Auch nur ein bisschen. Ach ja? Das haben wir nicht gewettet. Stufenaufstieg Gefährte nach, die kann also auch aufsteigen. Wow, das ist ja ein Upgrade nach dem anderen hier. Das kann, ja, ist ja gut. Alter, ja, okay. So, da die auf Fernkampf geht, kriegt die jetzt auf jeden Fall mal Geschick. Ah, die kriegt auch nur 3 Punkte statt 5, okay. Was ist das hier für ein Schrein? Bonuserhalt von 10% auf das Finden von Magie-Items. Also sprich von magischen Gegenständen. So, und ich würde jetzt ganz gern hier noch irgendwie in der ersten Folge mal das Dorf finden, damit ich hier mal irgendwie weiß, wie das hier mit dem Speichern läuft und so. Oder zumindest in der ersten Aufnahmesession. Das wäre ganz praktisch. Ah. We're friends here. They all say that, but I won't let in any dangerous fiends on my watch. No, sir. How dare you? I'm going to tear you apart, and then I'll teach you some manners. No, I didn't mean you, my lady. The undead nobility of Borgova are always welcome to haunt here, but you, with the Van Helsing hat, we don't like your sort here, with your weapons and bad manners. Aye. I'm a monster hunter. Of course you are. Or you are just a troublemaker. Oh, you don't have to worry about my servant.
I keep him on a short leash. Katarina. Thank you, my lady. You can pass, and your manservant too. We'll talk about this later. Fine. Don't even thank me. Ah, die sind schon ein bisschen super, die beiden. Kann man ja nichts gegen sagen. So, jetzt sind wir hier also in dem kleinen Dorf Markovna. Ach, jetzt fällt mir auch diese schicke Ladeleiste hier unten auf mit den Blutflecken. Das Erste, was wir in dem Dorf machen, weil wir ja kein Unruhestifter sind, nein, nein, ist, wir hauen erstmal ein Fass kaputt. Öffnet die Bereichskarte mit diesem Symbol oder indem ihr auf M drückt. Dadurch kannst du dich auf größeren Ebenen besser zurechtfinden. Ja, das werde ich brauchen mit meinem Orientierungssinn. Achso, ich bin hier, okay. Wir haben hier einen Schmied und einen Händler und ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ork, komm her! Oh. You didn't recognize it? That's the ink. The dark material of creation and dreams. But that's a myth. Borgovia is the only place where the ink leaks through the cracks of the world. So you can enter the ink here. Yes, and then you can travel below or behind this world and appear at certain places. That's the ink walk. Oh, you mean teleport. That is such a cliched word. Schön. Na, guck mal, hier haben wir einen Wegpunkt. Tintentor, natürlich. Und es gibt Tinte. Okay, aber eigentlich wollte ich doch das Hühnchen hauen. Komm her! Haha! Geil, kriege ich einen Erfolg früher, für. Finde ich super. Okay, hier können wir ganz viel machen. Das schauen wir uns alles mal in der nächsten Folge an. Ich muss jetzt nämlich bedauerlicherweise auch erstmal zur Arbeit. Das heißt, ich mache hier selber auch erstmal ein Aufnahmepäuschen und dann gucken wir in der nächsten Folge einfach mal, was hier so im Dorf abgeht und was hier hinten unsere nächste Quest wird. Ich bin gespannt. Vielleicht können wir auch irgendwo Schnaps kaufen. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.